Es sieht gut aus für Wacker Burghausen im Punkto Klassenerhalt. Jahresübergreifend sind die Salzachstädter seit 7 Partien ungeschlagen und haben mittlerweile 9 Zähler zwischen sich und den ersten Relegationsrang gelegt. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Schweinfurt könnten die Oberbayern für rund 820 Zuschauer wohl endgültig einen Haken hinter diese Saison machen. Selbiges ist ja den Schnüdeln mit 40 Punkten und Platz 7 bereits gelungen. Interessant wird allerdings sein, wie die Gäste in Grün auf die Nachricht reagieren, dass Trainer Marc Reitmeier zum Saisonende aufhört und eine Herausforderung im Profibereich sucht. Diese Frage kann man wohl gleich mal mit nicht gut beantworten, denn bereits in der ersten Minute zappelt das Leder im Netz. Thomas Winkelbauer nach einer unglücklichen Schweinfurter Abwehraktion mit seiner ersten Bude des neuen Jahres. Wacker weiter im Vollgasmodus unterwegs, Winkelbauer diesmal über links, Torwart Lukas Wenzel noch dran an seiner Flanke, wäre aber auch so recht schwierig geworden für Andrea Bosner. Die Schnüdel immer noch nicht so richtig auf dem Platz, lassen sich in der 4. Minute von einer kurz ausgeführten Ecke überraschen und in der Mitte darf sich Felix Bachschmidt ungestört drehen. 2:0 für die Hausherren, was für ein Raketenstart in diese Partie. In der Folge ging Burghausen dann aber deutlich runter vom Gas. Die Gäste suchten einen Zugang zu diesem Match, vorerst jedoch erfolglos. Nach 38 Minuten dann allerdings ging der Puls auf den Rängen wieder etwas hoch. Der Freistoß von Wozniak, die Vorspeise und das Hauptgericht, dann wenige Sekunden später die Chance für Winkelbauer. Fast wären die Gastgeber also mit einem 3:0 in die Halbzeitpause gegangen. Mit Beginn der zweiten Hälfte gewitterte es in der Wacker Arena und erstmals dann auch im übertragenen Sinne vor dem heimischen Kasten. Taha Aksu, Siegtorschütze zuletzt gegen Augsburg, verfehlte das Ziel nur knapp. Die Unterfranken also mittlerweile mittendrin, starten nur dabei. Burghausen in dieser Phase zu läppsch, verdeutlicht hier von Viktor Miftaray. Fabio Bozzesan ist durch, legt die Kugel aber am Kasten vorbei. Das hätte der Anschluss sein können für die Gäste nach 52 Minuten. Wacker merkte, dass sie wieder was tun mussten. Winkelbauer steckt im Gegenzug durch für Arthur Andrejczyk, dem verspringt beim Abschluss allerdings die Kugel. Danach das Niveau des Spiels aber für längere Zeit wieder so wie über weite Strecken der ersten Hälfte. Erst in der 70. Minute wieder etwas Betrieb im Gästestrafraum, letztlich kommt jedoch kein zielgerichteter Abschluss zustande. Schweinfurt weiter durchaus bemüht, aber harmlos, Wacker konterte. In der 75. Minute agiert Bosniak nach dem Motto, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Letztlich kommt auch noch Bachschmidt in die Show, verfehlt aber das Gehäuse. Und so blieb die Tür nach wie vor offen für die Schnüdel. Der mittlerweile eingewechselte Routinier Adam Javiri mit einem guten Versuch, der Ball rauscht noch leicht abgefälscht, knapp drüber. Auf der anderen Seite zum wiederholten Male die Gelegenheit, den Sack endgültig zuzubinden. Michael John Lehmer visiert jedoch nur den Pfosten an. Das war dann aber auch die letzte zeigenswerte Szene dieser Partie. Burghausen am Ende mit einem verdienten Sieg dank einer überragenden Anfangsphase. Ja, natürlich war der Start extrem wichtig. Ist jetzt aber nicht unbedingt Zufall. Es war jetzt ja schon ein paar Mal jetzt nach der Winterpause, dass wir extrem heiß sind auf der Spur, dass wir rausgehen und dass wir dann natürlich braucht man auch das Quäntchen, dass man dann wirklich das Tor gleich macht. Aber das haben wir dann nachgelegt mit dem 2:0. Insgesamt glaube ich oder mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf. Wir haben bis zur letzten Minute hier dran geglaubt, dass wir ein Anschlusstor machen. Wenn wir das Anschlusstor machen, egal in welcher Minute, geht das Spiel neu auf. Das haben wir heute nicht geschafft. Wir hatten 1-2 hochkarätige Chancen. Müssen sicherlich auch im letzten Drittel etwas zielstrebiger spielen. Mit diesem 2:0 sollte Wacker Burghausen nun wohl alle Abstiegssorgen ledig sein. Die restlichen 5 Zähler zur ominösen 40-Punkte-Marke dürften angesichts der derzeitigen Form bald auch noch dazukommen. Schweinfurt bleibt Siebter.